Hier startete am Donnerstag die Demo der NGG gegen Lohndumping beim Schlachthof Waldkraiburg. Ein ehemaliger Mitarbeiter schilderte die Lage aus seiner Sicht. Wir haben Arbeitnehmer dabei, die sind 25 Jahre hier beschäftigt gewesen. Die haben sie von heute auf morgen auf die Straße gesetzt. Das ist eine riesengroße Sauerei. Also die Arbeit, die ist hier schon sehr hart. Wir hatten schon viele Mitarbeiter, die es versucht haben, die dann auf die Strecke geblieben sind, weil es wirklich körperlich anstrengende Arbeit ist. Ich selber wurde schon mal zweimal an den Bandscheiben operiert durch diese jahrelange schwere Arbeit. Und es hieß von der Geschäftsführung immer, er ist mit unserer Arbeit zufrieden. Ihr kriegt gutes Geld, ja, aber Endeffekt ist, die Leute sind jetzt Leute teilweise dabei, die immer noch nicht ihren Lohn vom letzten Monat haben. Ne? Sie haben das also hauptsächlich organisiert heute hier. Warum? Weil es ein Riesenskandal ist, dass man über 50 Beschäftigte vom Schlachthof von heute auf morgen auf die Straße setzt. Das zum einen. Und um diese Lücke auszufüllen, also mit dubiosen Arbeitsverträgen hier eine rumänische Werksvertragsfirma anheuert. Wir haben also so einen Arbeitsvertrag in die Finger bekommen. Da ist die Rede von 173 Euro Monatslohn. Gerüchteweise geht um, dass die Leute zwar mehr bekommen, das hat man bis jetzt aber noch keiner sagen können, wie viel das eigentlich ist. Und ja, wir haben den Vertrag auch dort weiter durchgelesen. Da ist die Rede von Vertragsstrafe, wenn jemand die Kündigungsfrist nicht einhält, von 2000 Euro Strafe. Und wenn meinetwegen ein Diebstahl vorkommt, dann gibt es Sippenhaft oder Gruppenhaft von 5000 Euro. Solche Dinge stehen da in diesen Verträgen. Wenn man diesen Menschen, die da so eine harte Arbeit leisten, 60 Euro brutto pro Tag mehr Lohn gönnen würden, dann wären das pro Kilogramm verkauftes Fleisch 10 Cent oder dann würde ein Schnitzel um 1-2 Cent teurer werden. Ich glaube, das würde ich gerne bezahlen.